Hey Leute, willkommen zurück zu Spellstone. Sorry, dass mein Mikrofon in letzter Zeit so komisch rauscht. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch immer rauscht oder nicht, oder so komische Geräusche macht. Ich hoffe mal, es ist jetzt besser. Wenn nicht, muss ich mir ganz genau ansehen mal. Problem ist nur, fehlt die Woche etwas Zeit. Das ist eine richtig beschissene Arbeitswoche für mich. Ich bin ständig 11 Stunden pro Tag nicht zu Hause, sondern in der Arbeit. Jeden Tag. Und ja, es ist alles ein bisschen schwierig geworden. Also sorry, falls die Woche jetzt nicht so regelmäßig Arena of Valor, Hearthstone oder Fortnite Videos kommen. Schon mal sorry, die Woche ist einfach nur für den Arsch. Aber was machen wir heute? Oh, und eins noch. Übrigens, ich weiß, ihr mögt ja die Openings, die ich hier mache in Spellstone mit den Shards und so weiter, die ganzen Pack-Opening. Das habe ich in Hearthstone auch gemacht und heute ein Video veröffentlicht. Schaut unbedingt mal vorbei bei Hearthstone, beim Hearthstone-Video. Richtig geiles Pack-Opening. Macht auch dort mega Laune. Kann ich nur empfehlen. Hat mir echt Spaß gemacht. Dort auch, da gibt es ja auch seltene Karten, epische, Legend und so weiter. Es macht echt Spaß. Schaut echt gerne mal vorbei. So, heute machen wir mal so eine kleine Free-to-Play-Rundreise. Ob jetzt zum Beispiel gegen diesen Void-Typen hier, ob hier jetzt ein der Frosch-BG und Seafolk-BG gut ist. Und dann haben wir noch Vulkanos, ob der BG wirklich gut ist, wenn wir uns Infinity ansehen und so weiter. Ihr wisst ja, ich habe zum Beispiel schon ein Vulkanos-Video gemacht. Das werde ich auch jetzt rechts rum anzeigen lassen. Und da habe ich auch schon erklärt, ihr braucht bei Vulkanos schnelle Karten mit Unsichtbarkeit und Schild ist auch nicht schlecht. Aber das Wichtigste ist bei Vulkanos Unsichtbarkeit plus Grog. Ihr braucht den Helden Grog. Hey, wollte ich gar nicht hin. Er braucht Grog. Ganz einfach, ihr braucht Grog, um die Unsichtbarkeit noch zu vergessen, denn Vulkanos blitzt rum wie es gibt kein Morgen. Wir werden uns das erste Mal jetzt kurz ansehen und wir werden uns extra schnell ein Deck basteln. Hallo? Ja, hier haben wir sogar Grog drinnen. Wir haben jetzt sehr viele Unsichtbarkeitskarten drin, aber ich brauche gar kein Deck basteln. Ich habe ein Unsichtbarkeitsdeck. Aber dazu werden wir, glaube ich, mehr Frösche noch reinnehmen und so weiter. Oder? Also, was kann man überhaupt nehmen? Also, so, wenn ihr Solaron zum Beispiel schon habt, also wenn ihr schon einen Titan habt, Solaron ist ein Superwahl, dank dem Schild alle, ist voll okay. Skiller, wenn ihr Legend Skiller schon mindestens habt, wäre das auch super, denn sie ist ein Seafolk und damit kann sie schon mal viel Schaden abwehren, während sie in der Verzögerung ist. Und wenn sie drankommt, freest sie und verhext sie. Freeze ist nämlich auch super gegen Vulkanos, genau, Freeze ist auch noch super. Wir sortieren mal nach Unsichtbarkeit. Was haben wir hier free to play? Natürlich Blackfin. Mega zurzeit gegen Vulkanos, dank dem Seafolk BG. Also knallt euch schon mal Blackfin ins Deck. Free to play ist zum Beispiel auch der Froschmagier hier. Perfekte Karte gegen Vulkanos. Unsichtbarkeit und das drüber lecken, was ihr BG ist, ist auch super. Dann Shark Trooper, Unsichtbarkeit. Also wie fertiger heißt, Shark Stormer, rein damit, super gegen Vulkanos. Ist jetzt zwar ein bisschen langsam, was bei Seafolk-Karten aber kein Problem ist, denn sie haben ja das Schild in der Verzögerung. Dann Übel Ochsenfrosch, rein damit, Unsichtbarkeit ist am Start, Leute. Und er hat nur zwei Verzögerungen als Frosch, wichtig, denn er hat ja kein Schild. Er hat nur Unsichtbarkeit. Unsichtbarkeit 2, naja, wird aber verbessert, dank Grog auf Unsichtbarkeit 3. Also rein damit. Was haben wir noch? Im Deck habe ich aber, glaube ich, jetzt nicht wirklich viel Free-to-Play. Beziehungsweise gar nichts. Das sind nur Wildkarten ohne Unsichtbarkeit. Wie gesagt, Skiller ist ein heißer Tipp. Und in meiner verdampften Kiste gucken wir auch noch rein. So, die rein mal nach Unsichtbarkeit. So, wie gesagt, Blackfin, mega. Was haben wir noch hier? Free-to-play schwer. Eine Septurmite zum Beispiel. Septurmite perfekt jetzt gegen Vulkanos. Knallt sie ins Deck rein. Ab geht's. Unsichtbarkeit. Ist ein Seafolk. Hat Schild. Besser geht's ja gar nicht. Bladewing war auch Free-to-play. Ja, ist auch Free-to-play. Ist eine Reward-Karte aus der damaligen Kiste. Auch super mit nur zwei Verzögerungen. Ist jetzt zwar kein Seafolk und kein Frosch, aber hohe Unsichtbarkeit. Perfekt. Rein damit. Lobo. Perfekt. Erster fertig schnell, genau. Soulcaster, rein damit. Unsichtbarkeit 3, Leute. Perfekt, rein damit. Terra Slider, auch super. Haben zwar alle jetzt 3 Verzögerungen, die letzten 2 Karten, sind trotzdem gut, denn sie haben Unsichtbarkeit 3 mit Grog. Das ist schon mega. Was haben wir denn noch?
Schattenattentäter bin ich jetzt kein Fan von, muss ich ehrlich gesagt sagen. Der lebt nicht lang genug, kann ich nicht empfehlen. Was ich empfehlen kann, ist auch noch der Felsentitan. Hoppla. Warum der Felsentitan? Gegen Vulcanos. Wegen hohe Unsichtbarkeit und er macht dann Schild. Mega nice. Krötenweiser auch perfekt jetzt. Ihr könnt ja auch hoppla, mehrfach, vierfach ins Deck nehmen. Mega Karte. Hohe Unsichtbarkeit. Hat dann heilen und verhexen alle und hat eben den Frosch. BGE, mega nice. Krötenweiser auf jeden Fall rein. Und ja, den Shark Crusher haben wir schon gesehen. Der ist auch super. Und ja, das waren schon einige Unsichtbarkeitskarten, die man free to play reinnehmen kann. Wie gesagt, natürlich hilft auch noch Schild und schnelle Verzögerungen. Aber wie gesagt, konzentriert euch hauptsächlich auf Unsichtbarkeit. Denn ihr wisst ja warum. Haben das Deck gewechselt. Ja, das Unsichtbarkeitsdeck. Das ist jetzt zwar nicht ein free to play Deck. Aber darum geht es ja nicht. Wir sehen uns einfach mal die Karten von Gegnern nochmal an. Was hat Vulcanos? Er hat Blitz alle zwei, er hat Blitz drei und verhexen alle. Das heißt, wenn ihr keine Unsichtbarkeit habt, merkt ihr schon, wie hart das wehtut. Also, sehen wir uns mal mit Vulcanos an. Unsichtbarkeit 2, 2, dann nochmal mit verhexen. Was spielt Vulcanos? Den Spieler zum Beispiel, der ist sehr langsam, sehr gut für uns. Und noch eine Unsichtbarkeit. Unsere Karten passiert nichts. Der ist auch easy aufzuhalten, auch keine Gefahr. Es gibt nur ein paar Problemkarten bei ihm. Er hat eine Nuller Verzögerungskarte, die ist richtig, richtig krass. Da müsst ihr tierisch aufpassen. Wir sind auch drei Verzögerungen. Er hat relativ langsame Karten, prinzipiell. Also im Großen und Ganzen hat er langsame Karten. Also wenn ihr schnelle Karten habt, seid ihr schon mal richtig im Vorteil. Aber er hat auch diese Nuller Verzögerungskarten, die wir hoffentlich gleich sehen. Noch immer nicht, aber Einzelverzögerung tut auch schon weh. Seht ihr wieder Blitz alle drei, Impuls Chaos. Das tut schon weh. Dagegen hilft zum Beispiel Freeze. Großer Tipp, nein, Freeze rein dazu. Aber ihr seht ja, Unsichtbarkeit vor dem Wind. Nächste langsame Karte, 4 Verzögerungen. In der Zeit habt ihr ihn schon lange mit dem Frosch-BG zum Beispiel umgebracht. In Verbindung mit Legends Killer oder Epic Killer von mir aus und dem Krötenweiß und so weiter. Also ihr verhext den Gegner so hart, da kann nichts machen mit den ganzen Fröschen. Nochmal die einzige Verzögerungskarte. Ihr seht da, wie sie wegschmelzen, ne? Wie sie einfach wegschmelzen. Wie gesagt, ja, ich weiß, das ist jetzt kein Free-to-Play-Deck, aber um das geht's ja nicht. Hier nochmal verhexen alle, aber 3 Verzögerungen. Also er hat sehr viel verhexen, er hat sehr viel Blitz. Also rein mit all euren Unsichtbarkeiten, die ihr habt. Unsichtbarkeitskarten, die ihr habt. Wie gesagt, vorwiegend Seafolk-Karten und Froschkarten. Auch schnelle Froschkarten könnt ihr reinnehmen, wie zum Beispiel Nimble Leaper. So zwischen reinnehmen, damit ihr einfach mal kurzzeitig richtig Schaden rausknallt. Geht natürlich auch. Und Nimble Leaper abschöpfen, also da kann sie auch heilen. Das hier ist übrigens die Karte, die ihr am Anfang nicht sehen wollt. Die kann zu einem Riesenproblem werden. Also wenn die am Anfang kommt, oder wenn ihr sie sogar zweimal zu Beginn legt, dann wird es schon schwierig. Dann habt ihr nicht mehr so die Chance. Also ihr müsst es natürlich öfter probieren, Vulcanos zu besiegen. Aber auf jeden Fall, ja. Das war so das schnelle Grundprinzip, wie man Vulcanos besiegt. Ich hoffe, ich konnte euch damit schon mal helfen nochmal. Wie gesagt, das andere Video habe ich am Anfang verlinkt, ist auch nochmal in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr auch gerne vorbeisehen. Habe ich Vulcanos noch ein bisschen genauer, glaube ich, erklärt. Dann wollen wir aber uns jetzt mal ansehen, mit dem gleichen Deck einfach, egal warum, wir sehen einfach mal den Gegner jetzt an. Ich habe genug Energie, er hat Erstarren jede 4, nervt. Schild alle 10. Was sagt euch das? Ihr könnt Blitz und verhexen Karten eigentlich schon mal knicken. Das haltet euch hart auf. Und das Vergiften tut auch sehr weh. Eine Gegenmaßnahme gegen Vergiften zum Beispiel ist Abschöpfen. Also Abschöpfkarten reinnehmen ist schon mal geil. Worauf jetzt wieder auf den Nimble Leaper komme. Denn er ist schnell, er hat Abschöpfen, er ist ein Frosch und so weiter. Ne? Ich starte mal ganz langsam hier. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich hier gewinne. Aber es geht darum, mal zu sehen, was macht der Gegner. Auch eine Verhexen und die gleiche, die ich habe. Toll. Interessiert uns aber nicht, denn wir haben gerade so eine hohe Unsichtbarkeit. Dann der hier ist brutal. Korrosiv 16, eine Verzögerung, 51 Leben, Legion 10. Bam! Mitten ins Gesicht. Die Karte ist einfach nur bösartig. Eine Verzögerung und 51 Leben. Was hier natürlich auch der Fall ist bei diesem Gegner. Glück. Ihr braucht bei dem Void hier, bei Bluefire braucht ihr Glück. Jetzt habe ich endlich mal den Namen wieder. Bei Bluefire braucht ihr sehr viel Glück und bei Vulcanos braucht ihr sehr viel Glück. Was spielt der Gegner zuerst und was zieht ihr?
So wie gesagt, Abschöpfenkarten finde ich immer gut hier. Mir aufgefallen. Und wie ihr seht, durch das ganze Schild, ne, Schild alle 10. Verhexen und Blitz ist jetzt nicht so geil. Da würde ich eher auf enormen Schaden gehen mit Inbrunst und so weiter. Wie eben der Nimbleweeper. Auch die Karte hier, ihr seht sie doch, heilen alle 10, ermächtigen alle 8. Hat aber 3 Verzögerungen. Es könnte aber auch sein, dass es funktioniert, wenn ihr genug Verhexen und Blitz habt. Also damit noch Schaden macht, aber eher nicht. Ich würde eher bei ihm auf direkten Schaden gehen. Ja, wir verlieren. Denn ihr seht ja, allein wenn die 2 Karten aktiv sind, hat er heilen alle 20, wenn die 2 aktiv sind. Plus ermächtigen alle 16. Er ist schwer. Er ist auch schwer zu beschreiben, was man am besten gegen ihn macht. Er ist wirklich schwer zu beschreiben und es ist reine Glückssache, was er spielt. Also wie gesagt, ich würde mal gegen das Vergiften zum Beispiel, würde ich schon mal, gegen das Vergiften würde ich schon mal Abschöpfen empfehlen. Da haben wir Free to Play, wie gesagt, den Lightning Leaper, oder wie er einfach heißt, Nimble Leaper. Der hat hohe Abschöpfen, ist verdammt schnell, hat durchbohren, gegen das Schild 10. Ist schon mal eine gute Wahl. Ein bisschen Unsichtbarkeit kann auch nicht schaden, ihr habt gesehen, er hat Verhexenkarten, er hat Einfrieren. Was haben wir noch für Abschöpfen? Sandroach könnte man auch nehmen, hat auch durchbohren. Wie gesagt, ihr müsst irgendwie durch dieses Schild durchkommen, ne? Da könnte es sich auch lohnen, den anderen Helden zu spielen. Ja, zeige ich euch dann gleich, was ich meine. Mehr Free-to-Play-Abschöpfen habe ich hier gerade nicht. Haben wir hier noch was? Im Deck ist wahrscheinlich nicht Free-to-Play. Da können wir kurz die verdampften Kiste nochmal abschöpfen. Ich finde Abschöpfen, wie gesagt, nicht schlecht, eben wegen dem Scheiß. Entschuldigung, wie ich so sage, aber wegen dem Gift. Was haben wir denn hier? Er hier, lasst mich mal nachdenken. Er hat Unsichtbarkeit gegen das. Er hat Versengen. Also geil, Versengen ist auch eine gute Idee bei ihm. Wie gesagt, Schild 10 haltet euch schon enorm auf. Auch auf die Panzerung und so weiter. Aber Versengen, da muss kein Schaden die Gegner treffen, sondern die Karte greift immer an und versenkt ihn. Auch nicht schlecht, aber ihr müsst ja bedenken, er hat die Karte mit zum Beispiel Heilen alle 10. Also man muss ihm jetzt bei Abschöpfen, Durchbohren, Versengen empfehle ich erstmal. Karlsturm hat auch Abschöpfen, ja, kann man auch nehmen. Heuschrecke, das ist kein BGE. Möglichst viele Frösche reinpacken und Seafolk kann natürlich auch wieder nicht schaden. Er hier zum Beispiel ist auch geil, wenn ihr ihn habt, müsst ihr auch schon lange spielen, denn zurzeit gibt es ihn leider nicht. Hat auch Abschöpfen, Durchbohren und Ermächtigen. Die knallt auch rein. Riesiger Kraken, ja, zum Beispiel. Da könnt ihr euch auch, was ihr mich noch nicht vergessen dürft, ist, wenn ihr Gegner einfriert, kann er nichts machen. Auch nice Karte. Aber wie gesagt, ihr müsst da so viel Glück haben und rumprobieren, dass eben der Gegner die richtigen Karten spielt. Also es gibt kein Geheimrezept jetzt zu sagen, wenn ich die und die Karten ins Deck nehme, habe ich hundertprozentig gewonnen. Das glaube ich nicht. Nein, das sehe ich nicht so. Glutkindrache hat auch Versengen, hat aber auch 3 Verzögerungen, keinen BGE zurzeit. Blitz alle 3, wie gesagt, der Gegner hat Schild alle 10. Und mit Karten, mit Heilen alle 10, also Blitz alle 3. Vielleicht in Verbindung mit Blackfin könnte es noch reinknallen. Free to play. Firehorn, ah, es hat sehr langsam. Hat so eine hohe Vergeltung, aber es hat sehr langsam. Und wie gesagt, auch ohne BGE. Nicht so. Also der Cataclysm Rider sieht ganz geil aus, muss ich sagen. Er hat Abschöpfen und Versengen. Ich finde ihn nicht schlecht, auch eine Unsichtbarkeit. Damnation Rider. Würde ich wahrscheinlich versuchen. Das Problem ist halt, ich kann jetzt nicht die Karten für euch alle bauen hier und dann euch das wirklich zeigen. Das ist das Problem, das kann ich halt nicht. Ne? So viel Staub habe ich nicht. Red Claw auf jeden Fall kann auch spielen. Hat sogar Nullify, was auch nicht schaden kann. Versengen und ist schnell und ist ein Frosch. Auch eine mega geile Wahl. Also alle Frosch- und Zielfallkarten würde ich erst erstes versuchen. Der hier geht natürlich auch. Zu Long habe ich fast vergessen mit seinem super Doppelschlag Versengen. Auch eine Möglichkeit, wie gesagt, Versengen ist halt. Da kann der Gegner noch so viel Schild und so einen Scheiß haben, ihr versenkt ihn trotzdem. Auch mega. Was haben wir noch bei Durchbohren? Da. Durchbohren ist der Glutkindrache, hat durchbohren und versengen. Also er wird auch immer sympathischer. Ich glaube, ich würde ihn versuchen. Dann, wie gesagt, Nimble Leaper auf jeden Fall. Unbedingt ist ein Frosch. Dann wäre eine Paykarte. Ekropike, stimmt. Kann man auch versuchen, hat da wenig Leben, aber viel Attack. Könnte auch durchbohren, durchkommen.
Warum reicht durch Born 8 bei Schild 10, zeige ich gleich. Der ist auch nicht schlecht. Magma Rider. Das Problem ist halt, die haben alle jetzt keinen BGE, ne? Also ihr merkt schon, der BGE jetzt, der Seafolk und Frosch BGE, ist meiner Meinung nach genau jetzt perfekt gegen Vulcanus. Ne? Gegen Blue Fire, wo wir jetzt gerade nachgucken, sieht es eher so aus, als wären andere BGEs angebrachter, wie zum Beispiel Drachen, die sich selber heilen. Oder hier zum Beispiel diese Goblins, die rumblitzen, Elementare, auch nicht schlecht, ne? Also ich glaube, Blue Fire ist jetzt nicht so der beste. Ist jetzt nicht so geil mit dem BGE, glaube ich. Also schnell hingesehen würde ich jetzt sagen, ist jetzt nicht so geil. Der wäre auch ein Goblin mit Durchbohren, auch nicht schlecht. Also ihr seht schon, Großen und Ganzen würde ich sagen, Blue Fire, jetzt vielleicht eher nicht angreifen mit den zwei BGEs. Auf jeden Fall, Blackfin geht immer gegen Blue Fire. Die ganzen Frösche reinknallen. Ja, ich merke mir den Namen bei dem leider nie. Ja, genau. Übel Ochsenfrosch geht natürlich auch. Wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr genug Verhexen draufkriegt auf den Gegner und dann einen Blitz alle mit dem Glutkind-Drachen zum Beispiel, dann macht ihr halt auch Blitz alle 10, 20 und dann kann es auch schon reichen. Ne? Nur wie gesagt, ihr habt nicht vergessen, die haben halt so viel Schild und so viel Heilen. Blue Fire ist so viel Glückssache. Gebt nicht beim ersten Mal auf. Ihr könnt auch, es ist keine Energieverschwendung, wenn man es oft probiert, wenn man der Meinung ist, man hat jetzt die perfekten Karten dafür. Man hat genug Abschöpfen, Durchbohren, Wechseln und so weiter, dass es wirklich reicht. Dann sollte man es einfach öfter probieren, Leute. Also nicht gleich immer aufgeben. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, einfach weiter versuchen. Und wie gesagt, Freeze, ja genau, Freeze geht natürlich auch noch. Freeze kann man euch auch noch sehr gut nutzen. Ja, ich glaube, das ist leider das Einzige, was ich euch zu Blue Fire raten kann. Blue Fire ist nicht leicht. Ist aber auch klar, warum ist Blue Fire so schwer? Weil man dadurch die zweite mystische Karte freischaltet, den zweiten Titanen. Ist klar, dass der schwer ist und dass nicht jeder gleich schaffen kann. Also seid auch nicht traurig, wenn ihr es noch nicht schafft. Einfach schön weiterspielen, jedes Event mitmachen, immer weiter Materialien für Runen sammeln, Legend Runen craften, dies, das, die ganzen Event-Reward-Karten abstauben. Und dann seid ihr zum Beispiel beim nächsten Goblin-PG schon hart gerüstet und könnt Blue Fire in den Arsch treten. Als Beispiel. Also lasst euch nicht da irgendwie, ne? Macht euch nicht selbstfertig. Und wenn ihr jetzt nicht schafft, auch kein Problem. Man spielt echt selten zwei Titanen im Deck. Mein Deck ist jetzt nicht das Beste, aber ich habe auch nur einen Titanen drin. Also von dem her, es ist nicht notwendig, ne? Wenn ihr Vulcanus schafft, habt ihr schon gewonnen. Das Wichtigste ist, dass ihr Vulcanus besiegt. Punkt. Holt euch die erste mystische Karte und fragt mich bitte nicht, was das Beste ist. Jeder hat da seine Vorlieben. Ob Atlas, Solaron oder Vulcanus, ganz egal, alle sind gut. Jeder hat seine Vor- und Nachteile. Müsst ihr selbst überlegen, was zu eurem Spielstil am besten passt. Ja Leute, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen heute mit meinen vielen Gequatsche. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt was in die Kommentare, wenn ihr was hinzuzufügen habt, wenn ich irgendwas falsch gesagt habe oder Verbesserungen, Vorschläge habt. Haut's in die Kommentare, helft unserer Community, helft den Wehrmörchen, dass jeder Vulcanus schafft, Blue Fire schafft. Wie gesagt, Blue Fire finde ich zurzeit mit dem BG ein bisschen schwierig. Ich würde mich auch echt nur auf Vulcanus konzentrieren. Also ich würde sagen, das war's für dieses Video mal. Wir werden uns noch Infinity und so weiter ansehen im nächsten Video. Und dann Leute, wie gesagt, wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da und schaut unbedingt beim Hearthstone Pack Opening von heute vorbei. War echt mega nice. Schaut gerne rein. Ich werde jetzt noch weiter Hearthstone spielen. Das macht mir nämlich verdammt viel Spaß wieder. Also Leute, viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.